Ja, und natürlich immer ein ganz besonderes Spiel, sowohl bei den Profis als auch bei der U23. Das Frankenderby zwischen Greuther Fürth 2 und Nürnberg 2, beide ja Tabellennachbarn vor dieser Partie, der 11. gegen den 12. Also nochmal zusätzliche Motivation für beide Mannschaften. Rein ins Spiel, rein in die 8. Minute, erster Angriff für den Club. Da ist Ivan Knežević, bedient Christopher Theisen und der schiebt eiskalt ein. 0:1, die frühe Führung direkt mit der ersten Aktion. Toll gemacht von Christopher Theisen, schiebt den Ball souverän über Torwart Samuel Radlinger. Eins weiter, 40. Minute, die Nürnberger deutlich strukturierter und mit viel, viel mehr Sicherheit in dieser Partie. Standardsituation von der rechten Seite und wieder kommt Christopher Theisen, wuchtiger Kopfball durch den Kapitän des Clubs, 0:2. Theisen mit den Treffern 2 und 3 in dieser Saison und einem ganz, ganz starken Doppelpack. Pause in Fürth, beide Mannschaften auf dem Weg in Richtung Kabine und bis zu diesem Zeitpunkt konnte nur eine Mannschaft wirklich zufrieden sein. Der FCN, die deutlich engagiertere Mannschaft von Fürth, kam bis dato viel zu wenig. Kaum offensive Akzente auf Seiten der Hausherren. Zweite Halbzeit, Minute 56. Missverständnis im Mittelfeld beim Club und Fürth hat Platz zum Kontern. Und dann ist der Ball bei Aiko Civelek, der zieht einfach mal ab mit links, einer der wenigen guten Möglichkeiten für den Gastgeber. Dann die 71. Minute, Einwurf für den Club, der Ball sehr, sehr lange in der Luft und dann Ivan Knežević setzt sich gut durch und wird gefoult im 16er, Elfmeter für Nürnberg, klare Sache, Knežević von den Beinen geholt. Ja, und der Elfmeter eine Sache für Julian Wiesmeier, der ohne Probleme zum 3:0 für die Gäste. Hier nochmals dieser Elfmeter, Wiesmeier ganz locker, Nürnberg überzeugt und führt auch Roger Prinzen, zeigte sich sehr zufrieden. Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen, gleich mit dem, zu Beginn mit dem Tor für uns. Und auch die Art und Weise, wie wir gespielt haben, wir haben hochgepresst, wir waren aggressiv und haben... Ich glaube, den Gegner komplett in Schneid abgekauft heute. Am Ende also ein 3:0 Auswärtssieg für den Club, der sich damit für die 0:3 Hinspielniederlage revanchiert.